dem Nomadenwege von Paso del Norte über den Colorado River nach Kalifornien wohnte, der kam, bevor er Tucson, die Hauptstadt von Arizona, erreichte, auch an der alten Mission San Xavier del Bac vorbei. Diese Mission, 1668 gegründet, war lange Zeit Mittelpunkt des Lebens von Papago und Navajo-Indianern, die hier lebten. Es ist nicht bekannt, wie sich das Gerücht verbreitete, aber eines Tages hieß es, man habe in der Gegend von San Xavier Öl gefunden. Unzählige entlassene Soldaten, Banditen und Glücksritter auf dem Weg, um hier zu vermeintlichem Reichtum zu kommen. Dieser Entwicklung waren die Papago-Indianer, die von den Weißen geschlagen, betrogen oder sogar getötet wurden. Die Banden, die sich den großen Reichtum erhofft hatten, befehdeten sich gegenseitig, um zu überleben. Denn viel gab es hier wirklich nicht.
Und genauso schnell wie San Xavier del Bac zum Mittelpunkt des Interesses geworden war, kehrte hier auch wieder Ruhe ein. Geradezu sozusagen. Denn die Missionare und auch die Papagos, die das Geschehen überlebt hatten, blieben der Mission fern. Auch die Feinde, die die Bandenfäden schließlich als Sieger wählten, zogen sich in den kleinen Ort St. David zurück. Nicht ohne den Ölturm als potenzielle Geldquelle aus den Augen zu verlieren. Henny! Henny, bring Brandy! Was anderes? Hast du Fleisch? Nee. Und Eier? Dumme Frage. Erst frisst mir jeder die Hühner weg und dann fragt ihr noch nach Eiern. Soll ich jetzt was selber legen? Brot? Nur Maisfladen. Na schön. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Fladen! Maul halten! Los, bring sie her. Wir müssen uns was einfallen lassen, Jungs. So verdienen wir noch nicht mal das Geld für die Drinks. Dann bleiben wir eben weiter Pennys Gäste. Aber nur so lange, bis wir wieder einkaufen müssen. Wir müssen uns was mit dem Öl einfallen lassen. Wir haben einen genialen Ölturm oben am Blumy Water. Aber kein Öl. Warum nicht? Weil es keins gibt. Da müssen wir es irgendwie herbringen. Aber das weiß doch jetzt jeder, dass das mit dem Ölturm eine Pleite war. Kein Mensch weiß das. Hat doch groß auf jeder Zeitung gestanden. Was denn? Dass hier eine Ölquelle gefunden wurde. Junge, wie funktionieren denn Zeitungen? Wenn es eine Sensation gibt, dann steht das auf Seite 1. Aber schon eine Woche später ist das Ganze keine Zeile mehr wert. Nee. In Tucson glauben die noch fest daran. Und das müssen wir ausnutzen. Ich werde nach Tucson fahren und versuchen, einen Bankier zu finden, der uns die Ölquelle abkauft. Und das Öl? Lass ich mit dem Zug hierher transportieren. Greenlee, das ist genial. Man sollte dich Ölprinz nennen. Und was springt für uns dabei raus? Ölprinz? Na. Wenn alles klappt, denke ich, $5,000? Pro Mann, okay? Okay? Okay. Da kommt die Postkutsche. Ach, Butler, in unserem eigenen Interesse. Wenn ich wiederkomme, will ich hier keine Menschenseele mehr sehen. Kein Weißen und kein Roten. Wir wollen doch in Ruhe arbeiten können. Alles klar, machen wir. Kein Problem. Hans Maul. Ich habe mit Butler gesprochen. Alles klar, Gary. Kannst dich auf mich verlassen. So long. So long. So long. Ganz habe ich das mit dem Öl ja noch nicht so begriffen. Ich meine, die $5,000, die uns alle Prinz zahlen werden, sind ja ein gutes Geld. Aber wo das Öl denn herkommt, wenn es hier überhaupt ganz gibt? Ganz einfach, mein Junge. Wir bringen es eben hin. Ach so. Und wie? Na, mit dem Zug, klar? Nee. Nee? Ach, lassen wir es. Also, ich sage dir, was du machen sollst. Und du bekommst $5,000 dafür. Okay? Okay. Hallo,
Freunde. Hallo? Maul halten! Was ist denn das für ein schräger Vogel? Ich glaube, mich dritten Elf. Was seid ihr denn für eine komische Type? Type? Wieso? Ein erfahrener Westmann. Führe einen Trek nach Kalifornien. Einen Trek? Ja. Sie sind dicht hinter mir. Ich erkunde nur die Gegend hier. Ist das denn nicht gefährlich? So allein in der Prärie? Gefährlich? Dass ich nicht lache. Ihr solltet erst mal erleben, wie gefährlich wir werden können. Ich und meine Lilly. Spaß beiseite. Wer seid ihr? Also ich heiße Greenlow. Und was habt ihr bisher gemacht? Hatte in Castroville, Texas einen Kleiderladen. Hab leider ein wenig bankrott gemacht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ein Mann, der als Schneider pleite macht, legt sich mit uns an. Köstlich, was, Boys? Hat keinen Cent in der Tasche und will sich jetzt als Trapper versuchen. Moment! Was? Keinen Cent? Und Knopf bei der Pleite? Alter, was für mich angefallen? Hier habe ich es. $2,000! Und das tragt ihr so einfach bei euch? Yes. Und wenn jetzt einer versuchen würde, euch das Geld abzunehmen? Dann wehre ich mich. Habt ihr selbst erlebt, wie gefährlich wir werden können. Dann wollen wir mal hoffen, dass ihr mit eurem Gewehr genauso gut trefft wie damals mit euren Nähnadeln. Keine Sorge, Sir. Was ich mit meiner Lilly treffen will, das treffe ich auch. Dann machen wir doch ein Wettschießen. Na, was sagt ihr dazu? Wenn ihr meint. In Ordnung. Wir stellen uns dorthin. Meint ihr, dass ihr das Haus von dort trefft? Das trifft doch ein Blinder. Ihr meint also, dass das Ziel kleiner sein soll? Yes. Wie groß denn? Ungefähr so groß. Okay. Nimm eine Flasche und stell sie auf die Mauer. Wollen wir wetten? Ihr habt doch Geld. Warum nicht? Setze $10. Okay, die Wette gilt. Holla, du bist Schiedsrichter. Hier sind meine $10. Und hier sind meine Sachen. Ihr habt den ersten Schuss. Wer dem Ziel am nächsten ist, gewinnt. Eins, zwei, drei. Hey, Butler, sieh her, wo die Kugel steht. Hier in den Fass. Denn ein guter Whisky. Hat euch eure Lady gestoßen? Yes, hat mir eine Ohrfeige gegeben. Nicht einmal das Haus hat er getroffen. Eins, zwei, drei. Oh, knapp ein Fuß unterhalb der Flasche. Zwar nicht getroffen, aber für den Schneider reicht's. Wer hat die Wette gewonnen? Mr. Poller? Ihr, Mr. Butler. Na, Mr. Schneidermeister, enttäuscht? Yes. Würde euch ja noch mal eine Chance geben. Was meint ihr? Yes, bin einverstanden. Aber diesmal müsstet ihr schon etwas höher setzen. $100? Einverstanden. Aber jetzt soll der Ihre der Schiedsrichter sein. Von mir aus. Hier sind meine Hunde. Eure dazu. Wir können beginnen. Diesmal habt ihr den Vortritt. Welche Ehre. Eins, zwei,
Drei! Knapp zwei Inch daneben. Mach das mal nach. Schneidermeister. Zielt ihr denn hin? Das passt natürlich. Pfui. Hab ich auf die Flasche gezielt? Und das Fass getroffen. Jetzt, wenn ich auf das Fass ziehe und die Flasche alles klar. Los, schieß endlich, sonst platze ich noch vor Lachen. Eins, zwei, drei. Mr. Grinnell. Mr. Butler, würde euch ja noch mal eine Chance geben? Was haltet ihr davon? Verdammt, das war Zufall! Reiner Zufall, euer Schuss! Okay, ich werde dem Zufall $30 abgeben, wenn ich ihn treffe. Hey, Indianer! Hey, was wollen die denn hier? Weiß ich auch. Also, auf geht's!
Aber nicht mit Hammer.